So, unsere nächste Demo beim letzten Steam Next Festtag auf meinem Kanal heißt Shape Hero Factory und ist ein Factorio-like, bei dem wir irgendwie unsere Einheiten per Fabrikband bauen müssen oder so, oder unsere Einheiten. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Genre war. Das ist irgendwie mehr so ein bisschen Tower Defense oder irgendwie wieder was Roguelike-iges. Ich hab's vergessen. Aber dafür sind wir ja hier. Wir haben jetzt 15 Minuten, um uns das mal anzugucken. Und ja, finden einfach mal raus, worum es geht und ob es Spaß macht. Ja, ich hatte es auch bei Lena Live gesehen, Fancy. Und da hat es mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also könnte ein gutes Spiel sein, so für nebenbei. Hat er gerade was gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Aber ich drücke hier mal drauf. Für mich, wenn ich aufwache. Du hast doch nicht vergessen, wozu wir hierher gekommen sind, oder? Ich erinnere dich gut, wir sind hier, um den Teufel zu besiegen. Das allein ist die Aufgabe, die uns aufgetragen wurde. Schicke deine Helden aus und schlage die bösen Horden zurück. Besiege das Böse, das sich tief im Grimm-Grimoire verbirgt. Malefique kocht... Na, was weiß ich. Das ist uns anvertraut worden. Kann doch kein Französisch. Oder was das ist. Loyale Untergebene stehen an deiner Seite. Hinter ihrer schweigsamen Fassade verbirgt sich ein starker Sinn für Fantasie. Wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, ihre Fantasie auszuleben, werden dir deine Verbündeten, die wir Helden nennen, in Scharen zur Hilfe kommen. Solltest du vergessen haben, wie du diesen Weg beschreiten kannst, dann lass dir diese Notiz als Leitfaden dienen. Beginne das Tutorial. Grundlegende Steuerelemente. Erforderliche Zeit rund 4 Minuten. Bis zum Ende des Tutorials rund 12 Minuten. Ja, das passt ja fast perfekt. Um die Seiten des Grimm-Grimoire zu durchqueren, musst du die Hilfe von Helden in Anspruch nehmen, die du auf deiner Schriftrolle erschaffen hast. Leih dir die Kraft deiner Diener, um Helden zu finden, die du in den Wälzer schicken kannst. Oh, wir nehmen die Zeit mit, wir prüfen das. So, versuche zuerst die Kamera zu bewegen. Halte das Mausrad und ziehe die Maus herum. Versuche den Kameraabstand zu ändern. Benutze das Mausrad, um rein und raus zu zoomen. Bereite dich auf den feindlichen Angriff vor und produziere ein paar Helden in Massenproduktion. Beginne mit der Produktion des ersten Helden in deinem Kader. Die Einheit... Dings. Wähle eine Leinwand aus deiner Palette. Mit Leinwänden kannst du zwei Motive kombinieren, um Helden und Pfeile herzustellen. So, das soll ich wohl dahin bauen. Aber ich soll es andersrum drehen. Wie kann ich denn ohne Tastatur drehen, oder geht das nicht? So, das hat jetzt irgendwie 150 Dings gekostet. Das ist scheinbar die Währung da oben. Öffne den Heldenbaum und überprüfe das Rezept Einheit. Ja, aber Q und E auf der Maus, was ist das denn für eine Maustaste? So, diesen Helden. Im Heldenbaum kannst du überprüfen, welche Materialien du brauchst, um die Helden herzustellen. Die Einheit benötigt Kreis und Dreieck, um sie herzustellen. Wenn du fertig bist, drückst du auf X, um das Fenster zu schließen. Okay, Kreis und Dreieck. Ja, ich wollte ja mit der Maus nur spielen. Deswegen wollte ich wissen, was die Taste zum Drehen auf der Maus. Aber vielleicht wäre es das Mausrad gewesen, während ich ein Gebäude ausgerüstet habe. So, Kreis und Dreieck werden als Motive bezeichnet, die man erhält, indem man Motivmacher auf Motivquellen platziert. Okay, das ist ein Kreis und das ist ein Dreieck, oder was? Die Ressource mit einer Sprechblase. Ah ja, steht auch daneben, auf der Sprechblase. So, Motivmacher. Platziere den Motivmacher neben dem Apfel. Achso, Apfel. Das ist gar kein Apfel. Ja, aber... Okay, geht es nicht. Warum spielst du so viele Spiele, die ich spannend finde? Weiß ich nicht, vielleicht haben wir einen relativ ähnlichen Spielgeschmack. Dein Minion wird nun den Kreis für dich zeichnen. Nun ist es an der Zeit, den gezeichneten Kreis zu deiner Leinwand zu transportieren. Wähle Förderband aus der Palette. Das kennen wir natürlich alles schon. So, Factorio lässt grüßen. So, jetzt sollen wir das Dingens hier markieren. Kann man das auch mit den Tasten machen? Ne, kann man nicht. Schade. Ne, das ist der falsche. Nicht komplett. Hier muss ich hin. Oh. Fuck. Hier, wie macht man Sachen wieder ganz?
Kann das jetzt nicht reparieren, weil im Tutorial geht das nicht, oder was? Das Tutorial kaputt gemacht. Bitte warte einen Moment. Ja, worauf denn? Ah! Ich hab's repariert. So, was möchtest du jetzt? Jetzt kannst du deine Einheit auf deiner Leinwand produzieren. Schließlich kannst du ein Förderband benutzen, um Einheiten von der Leinwand zum Portal zu schicken. Also es steuert hier dieses Leinwand, beziehungsweise, ich muss das hier wieder exakt so machen, wie die das wollen. Das Laufband verlegen funktioniert irgendwie nicht so gut wie in anderen Spielen. Helden, die zum Portal transportiert werden, werden in das Grimm-Grimoire teleportiert. Sieh es dir selbst an. Da oben oder was? Nee, wo ist denn hier Grimm-Grimoire? Ich sehe kein Grimm-Grimoire. So wie Shapes, meinst du? Wie sehe ich mir das denn an? Ach so, da unten. Hinter mir ist was markiert. Jetzt kannst du Einheiten in das Grim Grimoire schicken. Menschen greifen den nächstgelegenen Feind ein. Jeder Held hat seine eigene Aktion, die er ausführen kann. Kombiniere ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die Schlacht zu deinen Gunsten zu entscheiden. Mach das, Sarix. Grundlegende Steuerelemente. Kamerabedienelement haben wir uns das schon angeguckt. Oder ist das nochmal hier Auffrischung? Hier spiegeln können wir scheinbar auch mit T. Motive produzieren, Helden zusehen. Ja, wird schon passen. Versuche eine Reihe von Einheiten zu produzieren. Wir müssen Kreis mit deiner Leinwand verbinden, um ein Förderband. Aber ein Förderband ist im Weg. Jetzt ist ein Brückenförderer gefragt. Ich wähle den Brückenförderer aus. Ja. Nutze dein bisheriges Wissen, um alle benötigten Ausrüstungsgegenstände zu platzieren und sieh dir die Hinweise unten rechts an, wenn du dich verlaufen hast. Ah ne, ich muss hier so ein Förderdings bauen. Wir sollten jetzt einfach nur eine zweite Produktion herstellen, oder was? Herzlichen Glückwunsch, du hast eine große Anzahl von Helden erfolgreich ausgeschaltet. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als ob der Feind im Anmarsch ist. Sie werden angreifen, sobald der Zähler 0 erreicht hat. Jetzt ist es an der Zeit, die Macht der Helden zu zeigen, die du hervorgebracht hast. Stell dich ihnen frontal. Aber wie? Darf ich nicht ins Grimoire jetzt gucken? Oder werde ich da automatisch gleich hingeschickt? Okay, werde ich automatisch hingeschickt? Wave Start. Du kannst Feinde direkt mit einem Mausklick angreifen. Bis du in Schwung kommst. Klicke weiter, um Helden zu helfen. Ich habe aber Cooldown. Ja, hier hat man noch einen Klicker mit drin. Ich habe gerade 2 Stück gleichzeitig getroffen. Okay, da habe ich nicht 2 gleichzeitig getroffen. Schade. Nächstes Tutorial. Aber war das gerade das Tutorial, für das wir 4 Minuten hätten brauchen sollen? Ich habe gerade ein bisschen Zweifel, dass ich das Tutorial rechtzeitig schaffe. Fortgeschrittene Förderbandsteuerung. Und ich kam mir nicht mal so vor, als hätte ich super viel Zeit gebraucht, aber scheinbar, naja. Dies ist eine Aufzeichnung deiner vergangenen Schlacht. Deine Förderbänder sind ein echtes Chaos. So viel verschwendeter Platz, das hast du mir doch selber gesagt, du Vollhonk. Ausrüstung wächst nicht auf den Bäumen, weißt du? Effizienz ist hier der Schlüssel zum Sieg. Deine Förderbänder sind nicht richtig angeschlossen. Förderbänder, die mit nichts verbunden sind,
sind mit Kreis oder Pfeil markiert. Hier die Elemente, die du verbinden willst, in deine gewünschte Richtung. Ich hab die Scheiße so nicht gebaut. Ich glaub's ja wohl nicht. Was fällt dem ein? Deine Helden haben begonnen, die Linie richtig. Sieh dir an, wie es ihnen geht. Aber wie denn? Ich darf doch hier nicht aufs Grimoire klicken. Wohin muss ich aufs Grimoire klicken, um da oben hinzukommen? Deine Helden fließen ordentlich durch die Leitung. Trotzdem sieht es so aus, als stecken deine Untergebenen in der Klemme. Das Förderband ist völlig verstopft, sodass es länger dauert, bis es Helden befördern kann. Verklemmte Förderbänder können nicht mehr ihre volle Kapazität produzieren. Teile dieses Förderband und benutze das zusätzlich, um eine weitere Spur von Einheiten zu produzieren. Achso, ich muss auch noch Tee machen. Probleme beim Platzieren von Förderbändern? Rückenförderer? Okay. Versuche schließlich, die hochstufigen Helden namens Schildträger zu produzieren. Besorge dir zuerst das Rezept für den Schildträger. Toll, dass das hier alles so durchrotiert, während ich das lesen möchte. Wir wählen es einfach mal aus. So, versuche Schildträger mit einer neuen Landwand herzustellen. Schildträger können durch das Hinzufügen von Viereck zu Units hergestellt werden. Also wir brauchen unsere Heinis. Plus so einen Würfel hier. Ja, es ist schon eine etwas fröhlichere Variante als Factorio oder Shapes, das stimmt. Schildträger können jetzt losgeschickt werden. Sieh dir an, was sie tun. Ich weiß nicht, was der immer von mir will. Ich kann doch da oben nicht hin, dachte ich. Eine Heldenfähigkeit wurde ausgelöst. Wenn du Helden aufwertest, kannst du Fähigkeiten aktivieren, die von der Anzahl der produzierten Helden abhängen. Die Anzahl, die du produzieren musst, variiert für verschiedene Helden. Erschaffe ein paar Spitzenhelden, produziere normale Helden in Masse und kontrolliere den Verlauf der Schlacht. Löse Heldenfähigkeiten aus. Produziere während der Vorbereitung eine bestimmte Anzahl von Helden. Alles klar, Schatzi. Um die Heldenfähigkeit auszulösen, denk daran, dass die Anzahl der produzierten Helden mit jeder Welle zurückgesetzt wird. Helden aufrüsten durch Ereignisse deines... Blablabla. Aufgerüstete Helden können entsprechend ihrer Stufe Heldenfähigkeiten auslösen. Wave Start. Okay. 5 Minuten, freie Steuerung. Was noch zur Apotheke, okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch so lange machen will. Du kommst in Schwung? Gut. Dann wird es Zeit für die letzte Etappe. Versuche 10 Magier zu erledigen. Schauen wir mal. 3 Minuten sollten mehr als genug sein. Wenn du es in 90 Sekunden schaffst, gut, das wäre eine Art Rekord. Alle Rezepte, die du erhalten hast, werden zu Beginn jedes Einfalls, das heißt in jeder Runde, zurückgesetzt. Konzentriere dich auf die Rezepte, die am besten zu deinem aktuellen Run passen. Magier werden durch Hinzufügen von Dreiecken zu Einheiten hergestellt. Das Platzieren der Ausrüstung verbraucht Dingens. Dings füllen sich mit der Zeit wieder auf. Wenn du feststellst, dass dir die Ausrüstung ausgeht, solltest du die Dinger besser planen. Platziere ein gerades Förderband.
Oh, mit gedrückter Shift-Taste, okay. Ausrüstung kopieren. Drücke Q, um die ausgewählte Ausrüstung zu kopieren. Das ist auch eine gute Funktion. So. Uvi Copy. Ich bin halt ein bisschen unsicher, was ich hier machen. Also ich weiß, was ich machen soll, aber nehme ich jetzt von denen eigentlich welche weg? Aber das darf ich, glaube ich, nicht machen. Soll, glaube ich, hier meine eigene Produktionskette aufbauen. So, und dann bräuchte ich hier halt eigentlich so einen Splitter. Dann wäre so eigentlich besser. Kann man hier auch beschleunigen? Ja. Dann wäre das Tutorial jetzt aber nicht verwendet werden. Okay, schade. Wie viel soll ich bauen? 10 Stück? Haben wir das noch? Also wir schaffen es auf jeden Fall in unter 3 Minuten, aber wir schaffen es, weil ich so lange überlegt habe am Anfang, nicht in unter 1,5. Schade. Hier haben wir auf jeden Fall Stau. Hier sieht man jetzt auch mal so die Ausgabe. Aber jetzt steht hier 0 von 0, weil wahrscheinlich gerade voll ist. Oder? Oder ist das irgendwie Quatsch? Okay, nach der Schlacht machen wir aber Schluss hier. Das war Shape Hero Factory. Ich persönlich würde, glaube ich, weiterhin lieber Shapes 2 oder Factorio spielen. Das macht mir persönlich mehr Spaß. Aber wenn man zum Beispiel seine Kinder an das Genre ranführen möchte, ist das hier, glaube ich, ganz nett mit dem Kämpfen und Klicken noch dabei. Dagegen ist Shapes 2 natürlich ein bisschen langweilig und abstrakt mit den Formen und Factorio vielleicht ein bisschen zu gruselig mit den fiesen Zerg-Wesen da. Aber ich glaube, bevor ich das hier spiele, habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Bock auf Shapes 2. Falls euch interessiert, wie das ist, da habe ich auch ein YouTube-Video zu gemacht. Könnt ihr auch auf meinem Kanal finden. Ja. Also ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht. Finde ich eigentlich, ja, es hört sich nicht ganz so gut wie in Shapes und Factorio. Aber ansonsten finde ich es schon okay gemacht. Hat halt einen etwas niedlicheren Aspekt und hat halt so dieses Kämpfen da noch mit drin, was halt ganz nett ist, aber ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Bock, Shapes 2 zu spielen. Okay, ich gebe dafür dann aber trotzdem 3 Sterne, weil an sich finde ich das okay. Kann man machen. Meins ist es nicht unbedingt, aber fand es jetzt auch nicht schlecht. Dann sag ich schon mal Tschüss YouTube und bis zur nächsten Demo. Bye bye.